Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin's Nell. Heute wollte ich mich mit dir unterhalten über Chanel, Hermes, Diamanten, die Liebe, den Valentinstag und das Single-Dasein. Eins muss man Chanel lassen, die wissen, wie Promotion geht. Es macht richtig Spaß, diesen Brief aufzumachen, zu gucken, was es ist. Es ist eine Valentinstagsüberraschung. Von Chanel habe ich schon ewig nichts mehr bekommen. Als VIP-Kunde habe ich oft kleine Geschenke, Briefe, Geburtstagskarten, Weihnachtskarten, Einladungen zu irgendwelchen Events erhalten. Irgendwann mal hat es von 0 auf 100 aufgehört und als Geschäftsfrau kann ich das wirklich gut verstehen. Aber als Mensch war ich schon mächtig enttäuscht. Das hat wehgetan, so fallen gelassen zu werden, nur weil ich nicht mehr bereit war, einen bestimmten Jahresbetrag zu investieren. Pfui. Umso mehr habe ich mich über diesen Brief gefreut und es hat wirklich Spaß gemacht, ihn zu öffnen. Ich habe mich an die guten alten Zeiten erinnert und dann habe ich noch dieses kleine Prüppchen bekommen, 6 Gramm in einem Glastiegel, den ich super gern für meine Hobbys benutzen werde oder für Körpercremes, die ich herstelle. Die Duftprobe riecht sehr gut von der Körpercreme. Es ist Chanel Chance, ein sehr schöner, dezenter Duft. Ich liebe Geschenke, egal ob sie teuer oder günstig sind. Geschenke machen mir tierisch Spaß und über das Geschenk von Chanel für mich zum Valentinstag habe ich mich sehr gefreut. Ich wollte mir noch einen Sommerduft schenken von Guerlain Passiflora. Es riecht wie eine frisch aufgeschnittene Grapefruit. Leider gab es den Duft nicht mehr. Aber ich habe das Glück gehabt, einen Ersatz zu finden, einen perfekten Sommerduft für mich von Hermès mit dem Namen Un Jardin sous le Toit. Es ist eine Hommage an den Garten, der das Gebäude schmückt, in dem sich Hermès in Paris befindet. Ein wunderschöner Garten mitten in der Stadt. Und dieses Eau de Toilette in 50 ml Größe und 20% Rabatt habe ich mir als Valentinstagsgeschenk gegönnt. Allein die Verpackung ist total optisch anziehend für mich mit diesem satten, saftigen Grün und diesem schlichten, sauberen Weiß, auf dem die skizzenhafte Darstellung der Rue de Fabot Saint-Honoré 24 liegt. Das ist die Boutique von Hermès in Paris. Wunderschön. Eben wunderschön finde ich auch diesen Glasflakon von den Eau de Toilette, der sehr schlicht kubisch und elegant und aufregend gehalten wurde durch die goldene Verzierung am Flaschenhals und am Deckel, der sonst auch nur gläsern transparent zu sein scheint. Am Flaschenboden ist dieses saftig Grüne angebracht und das spiegelt sich wieder auf dem Flaschenhals, auf dem oberen Glasanteil der Flasche und ebenfalls auf dem Wasserspiegel des Eau de Toilette. Und das ist so betörend anzusehen, so faszinierend. Es gefällt mir unglaublich gut, weil es auch dieses Gefühl der Frische schon beim Angucken widerspiegelt. Und obwohl es ein Eau de Toilette ist, hält es ungefähr 6-7 Stunden lang. Dieser frisch-fruchtige Duft, der konstant vorhanden sich und sich fast gar nicht über die Zeit verändert. Unmerklich. Ich rieche frisch gebrochene Grashalme, geriebenen Rosmarin zwischen den Fingern, Äpfel, Birnen, die saftig sind und süßlich und leicht säuerlich, als hätte man Zitrone drüber getrüffelt. Und dann rieche ich noch eine Magnolie, die das alles zu einem perfekten Sommerduft vereinigt. Vielleicht wundert es dich, wenn du meine Videos guckst, warum ich mir was zum Valentinstag schenke, wo ich doch zu Weihnachten weder mir noch anderen was schenke oder mir schenken lasse. Um ehrlich zu sein, mich wundert das auch. Ich habe den Valentinstag lange nicht gefeiert oder nicht so gerne, aber dann habe ich mich gefunden. Ich habe mich angenommen, akzeptiert und ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass ich mich habe. Bitte verstehe das nicht falsch. Es hat nichts mit Narzissmus und Egoismus zu tun. Es hat vielmehr was mit Achtsamkeit, Akzeptanz und dem Selbstmitgefühl zu tun. Ich habe dies in mein Leben reingelassen und mein Leben hat sich verändert. Ich bin glücklicher, belastbarer. Und ich habe mir ein drittes Geschenk gekauft, denn alle guten Dinge sind drei. Diese Diamantohrringe habe ich bei Best Secret gekauft, ein super Schnäppchenangebot mit extra Prozenten von der Firma Revoni. Weil das Angebot zu gut war, um wahr zu sein, habe ich mich erstmal über die Firma Revoni erkundigt, habe herausgefunden, dass sie einen Sitz in London, England hat, seit circa 11 Jahren besteht. Es gibt über 12.000 Bewertungen und 96% davon sind positiv und das scheint authentisch zu sein. Ich habe sie online irgendwie prüfen lassen durch diese Prüfprogramme. Die Qualität scheint gut zu sein, zu einem günstigen Preis. Wie gesagt, das Angebot war zu gut, um wahr zu sein, dass ich sie ausgepackt habe, weil ich nicht enttäuscht. Sie glitzern und funkeln. Natürlich ist es nur ein 9 Karat Gold, das heißt 375er. Es sind 0,48 Karat Diamanten dabei in der Reinheit H1 bis I2. Die Ohrringe sind typischen Ohrsteckern nachempfunden mit einem Ohrsteckerverschlusselement hinten. Das runde mobile Element ist durch eine Öse an diesem länglichen Bauteil angebracht worden und es bewegt sich und funkelt, weil die ganze Vorderfläche mit Diamanten ausgekleidet
ist. Die Gegenstecker, die ich dir jetzt zeige, das Goldene wurde mitgeliefert. Du siehst, es ist ein bisschen kleiner. Ich habe das gegen etwas ausgetauscht, was ich bereits besitze aus Weißgold, das etwas größer ist, mit dem ich besser umgehen kann und das ich als sicherer empfinde, quasi jetzt in der Covid-Maskenzeit, die immer noch ab und zu getragen werden müssen. Die Goldenen sind aber nicht schlechter, die original mitgeliefert wurden und nicht unsicherer. Es ist einfach nur mein Gefühl. Und es ist einfach, mit den großen Elementen zurechtzukommen. Und du siehst, wie bezaubernd sie funkeln. Ich liebe Diamanten. Und ich liebe dieses Funkeln und Glitzern. Ich bin bestimmt das Kind einer Elster. Eigentlich wollte ich ja gar keinen Schmuck mehr kaufen, aber ich konnte bei diesen Ohrringen nicht widerstehen. Und das ist wirklich das Letzte, was ich mir im Schmuckbereich kaufe. Und jetzt genieße ich, was ich habe. Alle Einkäufe habe ich mit Gesamtbetrag und Einkaufsdatum in meinen Budgetplaner eingetragen, damit ich die Kontrolle behalte. Und jetzt gehe ich den Valentinstag feiern, weil ich das total witzig finde. Falls du es auch tust, Happy Valentine's Day! Falls nicht, hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und würde mich über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Beide sind kostenlos. Ich danke dir für deinen Besuch, deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.